Ja, Clemens, das letzte Training für den heutigen Tag ist absolviert, deine Eindrücke? Ja, unverändert. Also wir haben uns gut vorbereitet. Die letzten zwei Trainings mit dem anderen und Jürgen intensiv gespielt und sind gut verlaufen. Ab jetzt gilt es zu regenerieren für morgen, sich gut vorzubereiten und wir freuen uns schon, dass es morgen losgeht. Mhm. Eröffnen wird Andreas Heidermaurer gegen Robin Hase. Dir ist das auch so recht? Mir selber ist es prinzipiell relativ egal. Ich weiß, dass der Andi sehr gerne erstes Match spielt. Also für uns dann insofern kein Nachteil. Bei dem Jürgen ist es, glaube ich, relativ egal, ob er erstes oder zweites spielt. Die Auslosungen beim Davis Cup sind relativ unspannend. Es ist immer, es wird ein Zettel gezogen und dann ist es eh klar, wie es verläuft. Also insofern sehe ich das sehr normal. Jetzt nach euch haben die Niederländer mit dem Training begonnen. Wie oft habt ihr denn schon spionieren können? Ja, quasi täglich. Das ergänzt sich immer ganz gut vor dem Training, nach dem Training. Die Trainingszeiten sind ja hintereinander gereiht und das schaut man, macht man sich das eine oder andere Bild und es gibt jetzt keine großartigen Neuigkeiten. Wir kennen die Spieler sehr gut, die das ja auch oft beobachtet, also sollten uns keine Überraschungen erwarten. Aber wie sieht dieses Bild bisher aus? Ja, es sind zwei starke Einzelspieler, also insgesamt drei, aber die zwei, die aufgestellt sind. Vor allem Robin Hase ist ein routinierter Davis Cup-Spieler, der schon viele wichtige Partien für Holland gewonnen hat, auf Sand sehr gefährlich. Timo Debakel ist sehr unberechenbar, kann auch alles, ist ein riesiges Talent und hat ein riesiges Potenzial. Ob er das über 5 Sätze spielen kann, best of 5, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, aber wir müssen uns auf unsere Sachen konzentrieren, müssen unsere Hausaufgaben machen und dann bin ich zuversichtlich. Mhm. So hat man ansonsten den Eindruck zwischen den Spielern und auch zwischen den Mannschaften, läuft alles sehr freundschaftlich ab, oder? Ja, wir sind hier sehr, sehr gut aufgenommen worden in Groningen. Ich habe noch keinen unfreundlichen Holländer gesehen. Es ist wirklich eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Ich glaube halt, dass es morgen richtig laut wird hier in der Halle. Wir werden sehr viel Orange sehen. Aber ich glaube und bin zuversichtlich, sind alles tennisbegeisterte Zuschauer, sportbegeistertes Volk. Und ich glaube, es wird sehr fair ablaufen. Und so soll es ein Davis Cup sein. So ist es. Das macht ein Davis Cup auch aus. Mhm. Danke dir vielmals. Gerne.